Hallo Freunde! In Südtexas regnete es im Sommer ständig, was zu einer großen Flut führte, die eine große Anzahl von Privathäusern überflutete und zahlreiche Familien ohne Dach über dem Kopf zurückließ. Die Familie Vasetti, die in der Gegend lebte, in der alle ihre Häuser versank, aber während das Wasser im Keller ankam, hatten die Menschen Zeit, sich im zweiten Stock ihres Hauses mit ihren Besitztümern und Haustieren zu verstecken. Eine der Kätzchen namens Bianca beschloss jedoch, ihren eigenen Weg zu gehen und versteckte sich in einem Keller, der bald fast vollständig mit Wasser gefüllt war. Als Bianca wegen des Wassers gefangen war, begann sie laut zu miauen und ihre Ehepartner hörten ihren Hilferuf. Die Frau versuchte, von der Straße in den Keller zu gelangen, kam jedoch nicht heraus, da das Wasser den Raum fast bis zur Decke füllte. Als mir klar wurde, dass unsere Katze wirklich sterben könnte, weinte ich. Ich fühlte mich absolut hilflos, besonders wenn Biancas laute Schreie zu uns kamen. Es war schrecklich, teilte die Wirtin mit. Das Familienoberhaupt handle jedoch anders. Er ging mit einem Hammer und einer Axt in die Garage. Mit diesen Werkzeugen begann der Mann, ein Loch im Holzboden im Erdgeschoss zu machen, und zwar an der Stelle, an der die Schreie der Katze am lautesten zu hören waren. Die Frau hatte es geschafft, den Moment am Telefon zu filmen, als ihr Gatte Bianca dank eines durchgeführten Lochs im Boden endlich aus dem Keller holte. Und es stellte sich heraus, dass er es sehr rechtzeitig getan hatte. Nur ein paar Minuten später stieg der Wasserstand bis zur Kellerdecke an. Die Katze erwies sich als völlig unverletzt, aber nass. Meine Freude war nicht begrenzt. Als der Mann das Loch machte, war das Wasser im Keller nur wenige cm von der Decke entfernt. Bianca hat sich kaum am Schwimmen gehalten und versucht zu atmen, sagt die Frau. Das Kätzchen ist noch sehr jung. Die Eheleute nahmen sie aus dem Tierheim mit. Nachdem sie das Haus der Vasetten betreten hatte, begann sie ihrer Herrin überall zu folgen, obwohl sie früher die Leute stöhnte. Und sie miaut laut, wenn sich jemand von ihren Ehepartnern an sie wendet. Bianca erkannte, dass die Besitzer sie vor dem Tod gerettet hatten. Nach ein paar Tagen zog sich das Wasser zurück und hinterließ viele Zerstörungen. Das Paar bereut das Loch im Boden überhaupt nicht, die Hauptsache ist, dass ihr Liebling gerettet und gesund ist.